Hallo liebe PlayStation Gamers, ich begrüße euch auf meinem Let's Play TechBird YouTube Kanal zu einem neuen PS5 Gameplay Video vom Gran Turismo 7. Ich starte jetzt hier die Meisterschaft, die neue Asien-Ozeanien-Meisterschaft. Empfohlene Leistungspunkte 600. Ich habe mir jetzt den Impreza Subaru, den ihr oben seht, auftunet. Mit 679 Leistungspunkten. Ich hatte vorher etwas über 500 gehabt. Ich habe also extrem aufgetunet. Es gibt drei Rennen in der Meisterschaft, also auf drei Rundkurs. Das Rennen 1, Tokyo Expressway Süd gegen Uhrzeigersinn. Das Rennen 2, Fuji International Speedway. Dann das Rennen 3, Mount Panorama Motor Racing Circuit. Jetzt starten die Meisterschaft. Übrigens Preisgelder, hier oder gesehen, 25'000 Credits mit Gold, 15'000 mit Silber und 10'000 mit Bronze. Mal schauen, wie viele sie kommen. Teilnehmen. Asien-Ozeanien-Meisterschaft Rennen 1, Tokyo Express 2. Mit drei Runden. Let's go! Starten wir das Rennen. Dann Subaru Impreza hier, den ich aufgetunet habe. WRX Edition hier, 14er Jahrgang. Rechts gesteuert hier. Sieht schon wie eine Rakete, wie der abgeeignet. Seht ihr, wie der Aufholen von hinten extrem geht. So ein bisschen aufpassen, zwei Stunden Rammen im Zeug. So ein bisschen das Gespür bekommen für Karren. Das reisst extrem. Es ist über 200 hier, km/h unterwegs. Ab die Post, schon fast auf 250 km/h oben jetzt. Die Bremsenkurve kommt hier. Aufpassen, wir gehen übertreibt mit dem Karren noch. Recht kurvig hier. Ein bisschen auf die Uhr kommen noch. So. Der platziert auch gerade überholt. Der 9 platziert davor. Wir haben mit links. Extreme Leistung jetzt. Heute Sky gesehen, ist eine coole Strecke, der Express 2 in Tokio hier. Ich sage, es hat schon früher einen Teil schon gegeben, ich glaube im Gran Turismo 5 dann solltest du gegamet haben. Oder im 16, aber nicht ganz sicher. Es ist recht ähnlich, die zwei Teile. So, langsam rumziehen, so hat es mir auch auf 5 platziert, Gummi geben wieder. Runde 1 sind wir noch von 3. Das ist also nicht so schlecht dran. Es ist auch cool gemacht, so ein bisschen eine städtische Umgebung hier. Da Hochhäuser und so. Das hat mich gegen fasziniert. Jetzt, ich glaube, das abgesperrt in abgesperrte Strecken zum Teil sind, die echt, oder ob es wirklich so ist. Nehmen wir es an. Japaner, zwei platzierte Vorrige, bei Gummi wie ein Keib. Recht aufgemotzt, der Karre. Schade, dass wir nicht links gesteuert wählen. Schade, japanisch hier. So. Wir führen schon, das ist die zweite Runde Anfang von 3. Abbremsen gut. So. Ja, und auch nicht schlecht, der Karren muss ich sagen.
Ich bin gerne fasziniert im Präsens von den wenigen, von den japanischen Kernen. Hat halt den richtigen Rallye noch ein bisschen. Ab wie nichts geht der Keib. Wie ab ins Zäpfchen geht der mit 250 im Schnitt fast. Wahnsinn, 62. Eben, es ist aber ein Gemeindetag. Jetzt habe ich zwei Stunden Anzeige geschaut, Dunger. Das kann ich auch so. Aber ich habe so viel Vorsprung noch. Führen gegen noch, abbremsen. Noch weiter so. Wir sind erst in der zweiten Runde, es gibt noch ganze. So, schon Kurve nehmen. Wichtig schon das Antippen vom Bremsen ein bisschen zuerst in das Gehen. Wenn ich auch nicht, aber ist doch aus unseren Fingern. Letzte Runde. Als Aufholen müssen wir nicht mehr gross, ihr seht. Ich führe gegen noch. Ich kann schon konzentrieren. Jetzt früher üben, jetzt müssen wir noch überkehrt platzen, wo dann die anderen vorgehen, aber man weiß nie. Das ist eine Meisterschaft übrigens, das zählt alles. Ich würde Gold gewinnen, wäre gut in allen Kursen, in allen drei. Das ist jetzt auch von der ersten oder nicht drin. Das ist schon cool noch. Das ist schon das Preisgeld grösser oder gibt es Tickets, wenn ich Glück habe, zum Preisen absahnen. Bando duschiert. Der Tunnel ist so cool gemacht hier noch. Mal schauen, ob wir in den nächsten Kurs auch so gleich gehen, ob wir die auch so meistern. Vielleicht jetzt so einen coolen Tuning zu verdanken, den ich da vorgenommen habe, dem Karren. Das wäre nie so weit vor Ort, hat es mir übertragen, so nicht gemeint habe. Das ist jetzt nicht so gut gesehen. Auf zwei Strümen passiert so Zeug. Schon hinten geschaut, hast du keinen gesehen. Du siehst dann noch Vorsprung. Schöne Stimmung vom Wetter her, auch noch Sonneneinstrahlungen. So, noch der letzte Abschnitt hier. Ziel kommt gut. Gut, super, erst bin ich geworden. Weiter. Überlegst du zu oberst. Mit 6 Minuten 59. Weiter. Überlegst du zu oberst. Weiter. Belohnungen. Kredits. Plus 25.000. Tägliches Training. Habe ich auf. Gejagt ein bisschen auf 20,2. Weiter. 21,8 schon, ja. Verlassen. Zum nächsten Rennen. Gehen wir weiter zum nächsten von der Meisterschaft. Rennen 2. Future Speedway. 3 Runden gibt es hier auch. Weiter starten wir das Rennen. So.
Ein fliegender Start. Autopilot. Okay. Was ist da los? Schlechtes Tempo drauf, von Anfang an. Soll folgen. Abbremsen. Toyota hier. Zur ersten Runde von drinnen. Halb ein Zäpfchen wieder. Goodyear. Sponsor, Reifenhersteller. So aufplatziert hier. Oh, da geht's ein bisschen ab. Schlagen fast. Coole Strecke, muss ich sagen, noch. Kenn ich noch gar nicht so. Geht über zu 100 wieder, Dunlop. Reifenhersteller. Holen wir da auf noch ein bisschen. Japaner davor. Dann reist er um die noch jetzt. Sehr schöne Stimmung hier. Tageszeit her. Festplatziert hier, Engländer. Brother Rocket. Jetzt sind wir in der zweiten Runde. Schon abbremsen, so. Der Lennart aber 5 platziert. Die Deutschen da vorne. Hier im Presa. Typischer Spoiler hinter die Form. Bei den wenigen Fahrzeugen, was mir noch. Oh, das hat sich übertreibt. Was mir noch gefällt bei Spoiler designt ist im Presa noch. Wo es so integriert aussieht bei dem. Also, sein Guss kommt quasi nicht so aufgesetzt wie die nachher. Das kommt mir dem noch sympathisch noch. Ich habe einen Druck hier, aber auch schon wieder auf. Ich muss sehr aufpassen. Dann geht es sonst noch mehr vielleicht. Der Renner da hier. Der hat ein spezielles Auto, der hat. Das ist nicht so schwierig, ist genau. Eine anspruchsvolle Strecke, merke ich jetzt, die Rausjagd. Die Galle überholen hier mit links, also so. Da ist man dicht auf der Ferse, hier respektive fast vorne wieder. Dann bin ich Japaner hier. Nach vorne. Das ist der vierte Anfang. Jetzt muss ich gleich ein bisschen sputen, jetzt kommt schon die letzte Runde. Deutsch da vorne, preplatziert. Eine Beredo, die hast du vorher schon gesehen, hier. Das ist noch ja jetzt. Zwei platziert, jetzt haben wir es raus, jetzt geben wir Vollgas hier. Bremsen, okay. Seht mir an, soll bremsen. Aber das geht ja auch nicht. Das ist ein bisschen... Eigentlich nicht so einfach, da den Ballast zu finden. Alter Sport. Wir kommen gross vertreten, die deutschen Marken hier im Game, die auch. Metz, Audi, BMW und so weiter. Hat da nicht so viel gehabt. Dann später auch noch zum Zug, der mehr solche. Schlau vor Karriere. Da
letzte Runde, Leon. Beim Gas, also so musst du dich noch ein bisschen dosieren. Das ist noch wichtig, nicht so Anschlag immer. Kurven wieder. Recht enge. Die anderen kommen hinten, du musst auch aufpassen. Kann kein Zeichen mehr machen, geht gegen Schluss. Wenn du Leistung hast, überträgt sie noch schneller. Die Beizeiten manchmal. Kann ich schwenken. Wenn er überträgt hat. So sieht es schlecht aus. Ich habe Vorsprung noch nicht, aber ich muss dranbleiben. Das Ziel kommt da vorne schon. Der letzte Abschnitt hier. Nicht noch in die Box reinfahren. Endlich. Und es hat gelangt, wir sind im Ziel angekommen. Erst! Yes! Weiter. Mit 5 Minuten 54 im Ziel angekommen. Weiter. Gehen wir auch weiter hier. Weiter. Belohnungen. Plus 25.000 Credits. Tägliches Training ist auf 35,7 hoch. Noch kurz auf Replay schauen, da sind wir vorher nicht im ersten Rennen, gehen wir hier schnell noch. Ein Fahrzeugwechsel, das finde ich ganz genial, gegen all die Sport, Sponsor oben drin gesehen. Ganz cool gemacht. Nicht nur. Aber Kami hier, Simons, Hailey, Oshino, Anderson, Smith, Leg, super Lego, Lego Life hier, Profi im Steuer, schaut, super gefahren. Schwankt ein bisschen, aber sehr schöne Kurve rein hier. Ja, zwar nicht ganz super gesehen, aber jetzt gehen wir weiter. Verlassen, gehen wir noch zum letzten Rennen, zum letzten Rundkurs, zum nächsten Rennen. Das Rennen 3. Mount Panorama. Rundanzahl 3. Weiter. Start. Autopilot, das ist wieder ein fliegender Start, wie es aussieht hier. Cool gemacht am Anfang. Die drei Runden. Recht schmale Strecke gesehen, da muss man sich mehr konzentrieren vielleicht so. Dann haben wir am Anfang überholt, dann haben wir jetzt auch hier mit links und so. Also, ich bin auch schon mal gefahren, Richtung Gredo hier. Im Gas und so, ganz schicke Wagen hier. Ganz cool, dass alle dort kann, einfach, das hat mich cool gemacht. Meine Freude dran, so. Klingt doch fast so voluminöser als andere Fahrzeuge. Das Rauchen, das gefällt mir einfach noch. Das Racing-Feeling kommt gut über diesem Auto. Schon noch schicke Wagen hier. Also die Japaner sind schon noch schicke Wege zum Teil, muss ich sagen. Also wie Tuning-Szene halt da bekannt. Das ich hatte. Genesis, da nicht aber Auto, die ganz spezielle Auto.
mit der ersten Runde, Platz 10 Anfang. Schon ganz ein cooler Gretel hier, da gibt es noch bald die R8-Wertung oben, der ist schon ganz cool, der Karre. Habe ich noch nicht im Game, später vielleicht dann. So rennen wir mal schön richtig. Jetzt bin ich da gar nicht bei Sachen gesehen, leider. Das war recht überdreht. Eieiei. Nicht mehr hören jetzt. Scheibe. So schnell kann es auch gehen wieder. Mal schauen, ob ich da beim Spaten wieder finden. So. Zurück auf die Strecke. Wir sind in der ersten Runde, ist also nicht alles verloren. Wie so ein Zingist. Das dritte Zingist aber. So, es hat ein wenig Action-Einlage gesehen. Noch. Das war nicht ganz gewollt, aber... Schau, ob ich es schaffe, noch aufzuholen wieder. Jetzt wiederholen wir es dann, nicht geht. So, zwei geschnurrt wahrscheinlich. Ein bisschen weit hinter. Die anderen sind eben auch schon hinter. Mit Labieren einfach weiterfahren. Jetzt willst du hinten schauen, nach vorne gehen ist wichtig. Genesis hier, da haben wir das Viertel. So, merci. Fett. Vielleicht schaffe ich es noch. Ich habe alles verloren. Rote Wolke oben. Gucci-Werbung. So, da ein bisschen Gas geben halt entsprechend. Von vorne kommen wir wieder. Ein bisschen schon angesehen. Auch die R8-Werbung wieder. Und wir finden den Anschluss wieder davor. Ui, ui, ui. Also noch nicht die letzte, zweitletzte Runde. Das Gebirge, das Rennen hier, muss ich sagen, geht recht oben, geht wie im Stall oben fast. Ups, Bande verrutscht. Ein aufholen hier. Boah, jetzt wird der Knoll dort. Best Gas gegeben. So, ein ab dem Gas und so und nicht lenken. Ich habe Fehler gemacht, dass ich auf Bremse bin und nicht gelenke gleichzeitig. Das kommt nie gut. Jetzt bist du ja fast wieder genommen. Neunt momentan. Die letzte Runde. Ich kann schon noch ein bisschen aufholen jetzt. Die Engländer nehmen wir jetzt hier jetzt so. Rechts Fahrerfeld, die sind aber gerne so ein bisschen duellmässig, so ein bisschen kämpfen. Es braucht nicht so viel manchmal bei diesem Karren. Und verteidigen so aus. Nicht vorne lassen. Ich will noch Chancen. Dranbleiben gut.
hat er die Zeit gut gemacht. Drittplatziert davor. Der Gegner hier, der Gallo. Es wird noch dunkel, es macht den Tee, das macht es auch noch schwieriger. Fast noch Fast and Furious-mässig hier. Duellieren noch so. Also sehr aufpassen, was sie machen, kein Seich davor. Drittplatziert davon. So, auf Bremse. Das ist jetzt nicht schlecht drin, man muss sehr aufpassen, was ich mache. So wie gesagt, es kommt zur Folge. Sehr auf der Ferse hier, aber ich glaube, ich werde noch dritt. Zu Podest komme ich schliesslich auch noch. Trotz einer brenzligen Situationen vorher, die mir übertragen haben, bin ich dritten geworden, auf zum Podest gekommen. Vom letzten Rennen hier. Vom letzten Rundkursrennen. Ich gehe weiter. Von der Asien-Ozeanien-Meisterschaft. Ich wäre sicher zweiter oder erst geworden, vielleicht. Was ist denn passiert? Preisgeld 10.000. Weiter. Weiter. Gehen wir ja noch weiter so. Plus 10.000 hat es noch gegeben, trotzdem Credits. Ein Stern-Roulette-Ticket hat es mir auch noch gegeben. Formation abgeschlossen. Alltägliches Training-Belohnung ist das hier. Sie waren insgesamt erst, also im Schnitt 50.000 Credits, Gesamtplatzierungsbonus, überall drei Rennen hinweg. Gar nicht so schlecht. Oh, jetzt habe ich BMWs gewonnen noch, Geschenkauto. Und ich fahre ein Gerät von den Deutschen und so. Gesamtplatzierungsbonus, nehme ich die goldige Mitte hier. Geschenkauto, BMW M3 Sport Evolution 89er. Und die anderen nicht gewonnen, links. Und rechts auch der Mitte, Brelt, 89. Hat zwar ein bisschen neuere Welle, aber easy. Gehen wir weiter. Ah, nicht schlecht. Das ist ein Klassiker halt. Sonderpunkt. Das habe ich jetzt geschenkt bekommen, das ist eine Garage. Da kann ich die Tune entsprechend. Ich sehe, wenn ich so Triplane gefahren bin. Jetzt habe ich Ansicht hier. Ja, dann gehen wir jetzt verlassen hier. Ja, verlassen, so. Gehen wir zurück ins Café, der hat es noch besprochen, wahrscheinlich bei Sieg. Zurück. Ins Café hier. Bei Treffpunkten ein bisschen. Die Meisterschaft, gute Arbeit. Sie haben die Asien-Ozeanien-Meisterschaft gewonnen. Sagt Luca, gut, ich habe die Belohnung für Sie parat, greifen Sie zu. Red Bull Ring, Österreich habe ich freigeschaltet. Ist jetzt verfügbar in den Weltstrecken, weiter. Und dann noch Dragon Trails, Kroatien habe ich auch freigeschaltet. Über Nürburgring, in Deutschland, ist natürlich legendär, ja, ebenfalls freigeschaltet. Sammlung BMW M3 kommt jetzt nächste Menü gebucht, das Nummer 22, von dem, was wir vorher ein bisschen hatten, von den deutschen Autos, die ich thematisiert habe, die auch kommen noch. Ja, der hat jetzt die Meisterschaft abgeschlossen.
und dort mich herzlich bedanken, auch noch zugeschaut haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut mir noch liken oder lasst ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Video auf meinem Let's Play Tech Bird YouTube-Kanal. Ade zusammen!